Mercedes investiert gerade sehr viel Geld in die Elektromobilität und das hört nicht bei den PKWs auf. Ich bin heute einen Tag mit Benjamin Kehler unterwegs, dem Chef der E-Vans bei Mercedes, und ich möchte mehr über ihn und über seine Arbeit erfahren. Wenn ich da bin, möchte ich eigentlich schon meine Kinder zumindest morgens in den Kindergarten bringen. Das ist einfach eine Stunde oder mit fertig machen und hinbringen und abgeben und so weiter, die man schon mal zusammen hat, und die fehlt sonst einfach. Und und also das auch natürlich, um meine Frau ein bisschen zu entlasten, aber eben auch, um die Zeit einfach mit den Kindern zu haben. Und das Schöne ist, mein Job erlaubt es mir eigentlich, das so einzuplanen, dass es funktioniert. Das Besondere ist, dass es uns einfach vor 3 Jahren noch gar nicht gab. Also das muss man sich wirklich so vorstellen, weißes Blatt Papier, und irgendwann haben wir diskutiert und gesagt, welche Funktionen brauchen wir und welche Funktionen sind notwendig, um innerhalb kürzester Zeit elektrische Transporter auf die Straße zu bringen. Und das ist natürlich eine einmalige Chance, auch dann Leute zusammenzustellen, zu finden, zu suchen, die sich beworben haben und so weiter, aus Teilen des Unternehmens, von außen, die alle von vornherein einen ähnlichen Mindset mitgebracht haben. Also meine Verantwortung ist es, die Vans zu elektrifizieren. Und dazu gehört eben nicht nur das Produkt, das Auto, das Fahrzeug, sondern eben noch viel, viel mehr. Ein Kunde heute zum Beispiel braucht möglicherweise eine Lösung für Ladeinfrastruktur. Wir reden da auch vom Ökosystem. Oder er braucht vielleicht eine Lösung, mit der er entscheiden kann, ob es sich überhaupt lohnt, seine Flotte zu elektrifizieren. Und all diese Lösungen um das Fahrzeug herum, die entwickeln wir eben auch. Und dazu habe ich eben auch die Projektleitungsverantwortung, also eine betriebswirtschaftliche. Und das macht das Ganze eben sehr, sehr breit und sehr, sehr spannend in der Verantwortung. Auf der Fläche, wo wir jetzt sind, gab es mal ganz, ganz viele so klassische Stellwände und Cubicles und so weiter. Und das haben wir halt nach und nach dann alles rausgeräumt. Man kommt quasi rein und hat dann über eine App eine Möglichkeit, sich einfach einzuchecken und zu gucken, wo ist eigentlich heute was frei, wo sitze ich dann, und dadurch entsteht automatisch ein Austausch. Ich sitze eben nicht jeden Tag neben der gleichen Person. Man kommt einfach ins Gespräch und tauscht sich eben auch teamübergreifend aus. Und das ist, glaube ich, auch fürs Arbeiten gut. Das Coole ist, vor einer Zeit wurde hier im Gebäude ein Tischkicker angeschafft, und das ist natürlich auch was, ne? Man kann irgendwie am Ende der Mittagspause zum Beispiel, oder man holt sich kurz einen Kaffee und geht einfach mal eine Runde kickern mit den Kollegen. Das macht auch noch Spaß und man hat danach wieder einen freien Kopf, um wieder arbeiten zu können. Bevor wir auf die Einfahrbahn zum Beispiel gehen, können wir mit einer sogenannten HoloLens, also muss man sich vorstellen wie eine 3D-Brille, die quasi vor dem Auge dann das Bild aufbaut, schon Designmodelle anschauen, wie geht möglicherweise eine Ladeklappe auf, was gibt es da für Vor- und Nachteile. Also sowas können wir uns dann vorher schon anschauen. Ich glaube, die größte Stärke ist, dass ich eine Mannschaft, ein Team begeistern kann. Ich kann mich auch selbst gut begeistern. Ich brenne total für die Aufgabe, und ich glaube, das kann ich auch übertragen auf die Menschen. Und so entsteht eben diese gemeinsame Energie und dass wir eben Themen auch gemeinsam voranbringen. Auf der anderen Seite ist vielleicht dieser Teamcharakter, diese Begeisterungsfähigkeit auch in gewisser Weise eine Schwäche. Sehe mich vielleicht eher als Mitglied des Teams und nicht als Chef, der oben drüber steht und harte und taffe Ansagen macht. Wir haben ja angefangen mit dem e-Vito, und der ist mittlerweile auch schon im Markt, also ein rein gewerbliches Fahrzeug. Und als nächstes kommt der e-Sprinter, der auch eine ähnliche Branche bedienen soll, letzte Meile. Und das nächste große Projekt wird für uns jetzt sein, das haben wir auch in Genf gezeigt, da war es noch der Concept EQV, und wir werden jetzt da die Serienversion auf der IAA in Frankfurt vorstellen. Also jetzt das Wissen und die Erfahrung, die wir gesammelt haben in diesen beiden gewerblichen Anwendungen, übertragen wir jetzt quasi auf eine sowohl gewerbliche wie auch private Anwendung. Das ist natürlich noch eine schöne Herausforderung für uns. Das war mein Tag mit Benjamin Kehler, dem Leiter der Mercedes-Benz E-Vans. Und ich fand es wirklich spannend zu sehen, wie schnell man eine solche Abteilung aufbauen kann, wenn man eine Passion hat für eine Sache, und vor allen Dingen, wie anders man strukturiert sein und arbeiten kann und trotzdem solche Erfolge feiert.